Genau die Frage, wie viel Energie hat eigentlich so eine Batteriezelle, so ein Elektroauto? Wir haben hier beim Elektrofahrzeug eine Energiedichte von rund 130 Wattstunden pro Kilogramm Batterie. In dem ganzen Antriebsstrang, also auf den ganzen Antriebsstrang runtergerechnet, haben wir ungefähr hier beim E-Up in diesem Fall 100 Wattstunden pro Kilogramm. Bei einem Dieselfahrzeug zum Beispiel haben wir 12.000 Wattstunden pro Kilogramm. Und hier sieht man mal diesen unglaublichen großen Unterschied zwischen Elektro, zwischen der Dichte der Batteriezellen, was da noch theoretisch drin ist, noch machbar ist, im Vergleich zu einem Dieselkraftstoff, der einen extrem hohen Energiegehalt hat. Und aus diesem Unterschied 100 zu 12.000 resultiert auch das hohe Gewicht der Batterie. Wir haben hier beim E-Up eine reine Batterie, ein reines Batteriegewicht von 248 Kilogramm. Das ist natürlich mit einem vergleichbaren Tank, zum Beispiel bei einem normalen Kleinwagen, jetzt hier auch in Dieselform, gibt es selten, also eher Mittelklasse, von rund 60 Liter, das ist schon viel für einen Mittelklassewagen. Diesel ist natürlich nicht zu vergleichen. Das ist natürlich Faktor 6, 7, 8, bin ich so gut in Mathe. Aber das ist natürlich wissenswert zu wissen und natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass man, um diese Reichweite zu bekommen, die ein konventionell angetriebenes Fahrzeug hat, deutlich mehr Gewicht braucht, weil die Batterie natürlich auch deutlich, deutlich mehr Bauraum braucht und man braucht auch deutlich mehr Platz dadurch. We'll be right back.